So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Challenges an diesem wunderschönen Samstag. Ihr könnt mir Herausforderungen schicken für das Spiel WWE 2K14. Die simpelsten und die einfachsten Ideen sind meistens die kreativsten und die werde ich dann auch nehmen, wenn ich es schaffe, eine Challenge zu meistern. Dann bekomme ich einen Punkt, wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt. Der aktuelle Zwischenstand lautet wie folgt und zwar, Moment, 26 zu 24 für mich aktuell noch. Die heutige Challenge fand ich sehr interessant und die kommt wieder vom guten Raul Denning, der von dem hatten wir schon mal ein, zwei Challenges oder so, und er sagt, wenn wir schon bei der Sprache sind, das war bei der Episode mit keine Schimpfwörter verwenden, du, Antonio Cesaro, Gegner Zufall, Schwierigkeit, Legende, Match-Erlebnis normal, du darfst keine Anglizismen verwenden, ein Neckbreaker wäre ein Nackenbrecher, Frogsplash wäre Froschplatscher oder so, weiß sicher, was ich meine. So, und da muss ich eins sagen, wir müssen mal über die Definition von Anglizismen reden. Ich habe mal nachgeguckt, so, ich zitiere von Wikipedia. Anglizismen treten im Deutschen am häufigsten auf lexikalischer Ebene in Erscheinung. Man kann folgende Phänomene unterscheiden. So, jetzt, okay. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Lehnübersetzungen, 1:1 Übersetzung der Bestandteile des fremden Wortes, wie zum Beispiel Brainwashing zu Gehirnwäsche. Oder der fremden Satzkonstruktion, it does not make sense, es macht keinen Sinn, anstatt es gibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Seht ihr? Also, ich meine, ich denke, dass du nicht sowas meinst. Zum Beispiel, es gibt hier Lehnübertragungen, Übersetzung der Idee hinter der Bildung des fremden Wortes, zum Beispiel Skyscraper zu Wolkenkratzer und nicht Himmelskratzer, wie es bei einer Lehnübersetzung zu erwarten wäre. Versteht ihr? Ich glaube, du möchtest einfach, dass ich keine englischen Begriffe verwende. Das ist natürlich so ein Streitpunkt, was ein englischer Begriff ist. Wenn ich zum Beispiel, hey Leute, sage, ist denn hey schon ein englischer Begriff? Oder gehen wir davon aus, was im Duden steht? Oder geht es jetzt um Moves-Bezeichnungen? Oder darf ich wieder nicht Motherfucker sagen? Muss ich wieder Mutterliebhaber sagen oder so? Ich werde einfach versuchen, so wenig Englisch wie möglich zu sprechen. Und ich werde dann sagen, ich werde gucken, ob mir das auffällt, ob ich irgendwas Englisch ausspreche oder so. Dann muss ich die Challenge ja abbrechen. Da wir zum Beispiel auch keine Challenge, darf man noch Challenge nicht sagen. Ist natürlich erst ab Matchbeginn. Und falls ich es nicht bemerke, könnt ihr es mir auch in die Kommentare hauen. Denn ich weiß nicht ganz, wann die nächste Challenge-Ausgabe kommt. Da nächste Woche mehr Story-Ausgaben kommen aufgrund von Zeitmangel, ne? So, mal gucken, wer unser Gegner sein wird. Ich drücke Viereck, wüsste nicht Dreieck für zufällig. Und unser Gegner ist The Miz. So, Originalkleidung. Ab Matchbeginn darf ich keine englischen Begriffe mehr verwenden. Ich hoffe, das ist das, was du meinst, Raul. So. Arena wählen. Ach komm, lass mir die NXT Arena. So. Okay, sobald die Ringglocke läutet. So, guys, let's do it. Es ist wirklich schwer, denn ich rede ja wirklich viele englische Begriffe. Mit vielen englischen Begriffen. In so einem Kampf. Am einfachsten wäre es ja, einfach gar nichts zu sagen. Ich muss wirklich überlegen, was ich sagen möchte. Das war jetzt ein... Wisst ihr? Wird schon schwer, diese Aktion zu bezeichnen. Ach ja. Konter. Ein Tritt. Ich trete hinterher. Ich nehme ihm dies hier in diesem Griff. Ziemlich schwer. Eine Bauch-zu-Bauch-zu-Plässe. Das wird ein Spaß. Wie gesagt, am einfachsten wäre es ja, wenn ich einfach gar nichts sagen würde. Okay. Schulterangriff oder so. Gehe auf den Kopf. Und ich glaube, dass ich auch diesen Kampf gewinnen muss. Das hat der gute Raul nicht ganz deutlich gemacht, aber ich denke, das ist das, was er sagen möchte. So, dieser... Oh, was heißt denn? Warte. Kinnhaken. Ne? Fliegender Kinnhaken. War schön, die ganzen Aktionsbezeichnungen 1:1 übersetzen. Ein Tritt. Ich fange ihn auf. Ja, das ist ja kein englischer Begriff. Michinoku. Und dann, das ist ja japanisch. Was heißt denn Dings? Weiß ich nicht. So.
Dabei sind ja viele deutsche Begriffe auch so in der englischen Sprache vorhanden, die dann aber eine andere Bedeutung haben, aber sich genauso anhören, ne? So, ich spotte jetzt mal um meine Endaktionsleiste zu füllen oder so. Ja, ein bisschen dehnen. Wir haben jetzt einen, boah, so eine Aktion, die man vor der Endaktion macht. Der kommt jetzt, sehr schön. Komm, steh auf. Okay, das ist jetzt ein, was für eine Suplesse? Das war jetzt ein, naja, eine Hüftsuplesse oder so. So, was für ein Kinnhaken. Ich hoffe zum Sieg. Naja, fast. Ah, ich muss mich echt zusammenreißen. Okay, bisschen weggetreten. Beide auf dem Kopf. Ich darf auch nicht mitsingen. Ich darf auch nicht mitsingen. Noch ein Problem. Badam! Das ist ein englischer Begriff? Ich hoffe doch nicht. Dann zeigen wir einfach noch eine Endaktion. Dann haben wir es hoffentlich geschafft. Kommt er, der? Unser Gegner. Machen wir Flut aus dem Ring. Habe ich gerade das englische Wort für spotten gesagt? Glaube nicht, ne? Wir haben jetzt wieder eine Fast-End-Aktion. Wie nennt man das? Eine gewohnte Aktion von unserem Kämpfer. Okay. Der Kopf ist rot. Eine Fast-End-Aktion zeigen. Diese Suplesse. Aufwachspott. Super. Das Ding ist, er muss uns jetzt umdrehen. Dafür hat er auch geschafft. Komm ich da nochmal raus? Super. Jetzt muss ich noch irgendwie gewinnen. Ihr merkt, ich bin sehr ruhig. Ich will hier nicht was Unbedachtes sagen. Okay, okay. Das, okay, ist ja, das zählt ja wohl als deutscher Begriff, ne? Sieg! Geschafft! So, ich meine, ich habe keinen einzigen englischen Begriff verwendet. Jedenfalls keinen Begriff, den man so im deutschen Gebrauch nicht nutzen würde. Oder? So. War das okay für dich, Raoul Dehning? War das okay für dich? Schreib's in die Kommentare. Du hast die Entscheidungsgewalt darüber, ob ich es geschafft habe oder nicht. Muss mir natürlich auch beweisen, was für Wörter ich gesagt haben soll, die deinen Anforderungen nicht entsprochen haben oder so. Virtuell ist auch noch zuschreiben müssen, dass ich auch wirklich jede Aktion callen muss, also hier kommentieren muss. Das hätte ich ja wirklich einfach ruhig sein können. Ja, dann würde ich mal sagen, steht es jetzt wieder. Habe ich wieder einen Punkt Vorsprung, ne? Steht es jetzt 27 zu 24. Wie gesagt, wann die nächste Challenge-Ausgabe kommt, kann ich euch nicht sagen. Werdet ihr dann irgendwo erfahren. Ich würde mal sagen, hat Spaß gemacht, oder? Hat Spaß gemacht? Ich hoffe doch. Wir sehen uns dann demnächst irgendwann wieder. Spätestens morgen. Spätestens um 18 Uhr nachher. SVR 10. Morgen dann 16 Uhr in New Era. Ne? Jo, bis dann. Daumen hoch für cool. Airblock ausschalten. Ja, sehr nice. Ich verabschiede mich. Euer Franz, euer Verzeug. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.